Aber was grinst denn du so komisch, du Saupreis? Du Hauptstadtlacke! Du Berliner, du! Hab ich dir, der wird jetzt die nächste Zeit Hochdeutsch reden? Ich halte. Oh, das war gut jetzt. Diese kleine Reaktion, die war, das war hervorragend. Das ist kleine. Sehr, also, das ist mir 5 Euro wert. Bitte, ich kaufe Ihnen diese Aggression ab. Das ist, und wenn Sie es noch zur Tätlichkeit geschafft hätten, hätte ich noch einen Zehner draufgelegt. Aber Tätlichkeit ist hier drinnen, natürlich ist klar, das Kabarettpublikum hat kaum Aggressionen, sonst wäre es ja nicht hier. Aber wir brauchen das. Für Kabarettisten ist das wie Kraftfutter. Schauen Sie, Sie können mit Ihren Aggressionen doch sowieso nichts anfangen. Ja? Wenn Sie morgen zu Ihrem Chef gehen, zum Beispiel, und sagen zu ihm, jetzt hör mal zu, du debiler Eierkopf. Gegen dich ist Erwin Huber eine charismatische Lichtgestalt. Ja. Dann bedeutet das für Sie Hartz IV. Wenn ich das sage, ist es Kunst. Dann ist das. Dann ist das eine durch Sprache verdichtete Sehnsucht nach Widerstand. Und deshalb kaufe ich Ihnen die Aggression ab. Und draufgekommen bin ich ja durch den Emissionshandel. Also da legt eine Kommission fest, wie viel Gift die Welt verträgt. Und innerhalb dieses Arrangements kann man handeln. Wenn jetzt einer sagt, ich brauche unbedingt noch Gift, damit es mir gut geht, dann kann er dem, der schon röchelt, seine Anteile abkaufen. Ja? Die Wirtschaft nennt das übrigens Umweltschutz durch Marktwirtschaft. Ich sage, mehr Systematik in die Gaskammer. Wir brauchen kein Zyklon B, wir haben uns. Unsere Vernichtung ist längst demokratisiert. Sehen Sie? Und jetzt habe ich mir gedacht, was mit Gasen funktioniert, könnte doch auch mit Aggressionen funktionieren. Ja? Aggressionshandel. Das ist der Taliban zum Beispiel. Kein Hirn unterm Turban, aber jede Menge Hass. Bei unserem akademischen Hartz-IV-Proletariat ist das genau umgekehrt. Also handeln, handeln, tauschen. Hirn gegen Hass. Der Al-Qaida-Aktivist kann sich endlich seine Rente ausrechnen. Und bei uns sprengt sich das Elend von selbst weg. Der Neger hat nun mal keinen Kühlschrank. Aber was der Neger immer hat, ist Hunger. Hungerhandel. Hunger gegen Hunger. Wir kaufen dem Neger seine Hungeranteile ab und verscherben sie bei uns als Erlebnisdiät an die Modelagentur. Ja, das schafft ja auch Erlebnissynergien, meine Damen und Herren. Schauen Sie, stopp. Schauen Sie mal zu. Wenn bei uns eine 16-Jährige im Hungerkoma liegt, dann können sich doch die Eltern damit trösten, dass der Patenneger im Kongo ebenfalls kotzt, weil er die 3 Leberkassemmeln nicht vertragen hat. Und übrigens, als Zugabe schicken wir vermehrt unsere gesamten deutschen Fernsehserienproduktionen nach Afrika. Ja! Ja! Wir befrieden nämlich damals ganz nebenbei auch noch die bedrohten Affenpopulationen. Ich sage Ihnen eins, wenn so ein Gorilla einen deutschen Seriendialog mitbekommt, dann ist er mit seiner Evolutionsstufe auch wieder zufrieden. Oder der Finne, permanent depressiv. Ist irre, verwirrt, stürzt sich von Sprungschanzen pausenlos, betrinkt sich ständig. Aber Pisa Platz 1. Das heißt, Bildung und Suizid, Erkenntnis und Depression, das hängt offensichtlich zusammen. Das würde auch das permanente Grinsen unserer Politiker erklären. Ja, deshalb habe ich es auch hier. Ja, bitte. Bitte, ich sage auch hier immer wieder, handeln, tauschen, handeln. Finnischen Irrsinn gegen deutschen Schwachsinn. Kaurismäki gegen Mario Barth. Oder einen schlecht gekleideten Vierschanzentourneesieger gegen einen überdesignten Rohrkrepierer. Ja? Jani Ahonen gegen Bruce Danell. Ja. Die deutsche Wirtschaft hat völlig recht. Völlig.
Der freie Handel darf nicht reglementiert werden. Jedes Volk, jedes Individuum hat seine Fähigkeiten auf dem Weltmarkt anzubieten. Und die Ressourcen des Negers sind nun mal Hunger, Krankheit und Krieg. Und das korrespondiert bestens mit Modelcasting, Pharmaindustrie, Dschungelcamp und Killerspiele.